Das ist Kalli. Kalli kann noch nicht schlafen. Kalli ärgert sich. Heute war ich mit Papi auf dem Rummel und in der Gespensterbahn. Das war so gruselig. Kalli hat sich die ganze Zeit die Augen zugehalten und Kalli Papi hat gelacht. Ich habe gar nichts gesehen in der Gespensterbahn. Am liebsten würde er jetzt in der Nacht noch einmal in die Gespensterbahn gehen, ohne dass einer lacht. Aber wie? Wenn ich ein Elefant wäre, dann hätte ich vor niemandem Angst. Aber ein Elefant ist ja viel zu groß für eine Gespensterbahn. Wenn Kalli eine Maus wäre. Aber eine Maus ist ja viel zu klein für eine Gespensterbahn. Wenn ich ein Gespenst wäre, ein liebes Gespenst, dann würde mich keiner erkennen. Und Kalli hätte keine Angst vor den anderen Gespenstern. Kalli will ein Gespenst sein. Und schwupps, ist Kalli ein Kalli-Gespenst. Ist das lustig? Kalli kann ganz groß werden. Und ganz klein. Jetzt aber zur Gespensterbahn. Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ja, hab ich auch. Ich glaube, du musst ganz schnell ins Bett. Mhm. Opa Eckbert will noch schnell einen Blumenstrauß zu Oma Annemarie bringen. Oh, Entschuldigung, Opa Eckbert. Na sowas. Ein nettes Gespenst? So etwas gab es früher nicht. Im Dunkeln ist ja alles noch viel schöner. Mmh. Zuckerwatte. Einmal Zuckerwatte? Nein, danke. Heute nicht. Gespenster essen doch nichts. Ach, klar. Gespenster essen nichts. Klar, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Wo bitte geht es hier zur Gespensterbahn? Klar, Gespensterbahn. Geradeaus und dann links. Einmal Gespenst, bitte. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist doch eine Gespensterbahn. Aber doch nicht für Gespenster. Warum nicht? Weil eine Gespensterbahn nur für Menschen ist. Warst du schon einmal in der Gespensterbahn? Ich? Ich doch nicht. Hast du etwa Angst? Los, dann gehen wir zusammen. Nicht so laut. Ich guck mal nach. Hey, bist du ein Gespenst? Das ist ja komisch. Alles nur Pappe und Stoff. Hey, hallo du. Du musst gar keine Angst haben. Was? Nein? Muss ich nicht? Nein, die sind alle gar keine Gespenster. Nur Puppen, Figuren und sowas. Aber du bist doch ein Gespenst. Ich? Ich bin doch nur ein Kalli. Wie? Das ist ja auch egal. Genau. Ich fahre jetzt noch eine Runde und dann noch eine und habe gar keine Angst. Kalli möchte nun kein Gespenst mehr sein. Und schwupps ist Kalli wieder ein richtiger Kalli und liegt in seinem Bett. Schlaf schön, Kalli. Liebe Sandmännchenfreunde, wenn euch diese Geschichte gefallen hat, könnt ihr gleich noch eine weitere schauen. Einfach auf das Bild in der Mitte klicken.